Hallo und herzlich willkommen hier zum ersten Teil unseres Guild Wars Faction Story Let's Play mit mir, dem guten Vanitas und meinem charmanten Co-Moderator, der mich hier durch die ganze Sache begleiten wird, ist... Der Durzi, aka Durzan, aka Durze Schnurze, aka Durzan Meister. Wah. Aka Durzi, die... Aka Durzanisse, Hornisse. Achso, Durzanisse, die Hornisse, ja. Ja, wie schon gesagt, wir wollen Guild Wars Factions Let's Playen. Das war die erste Erweiterung des Ur-Guild Wars. Und dazu haben wir eine kleine Umfrage auf unserer Seite erstellt, nämlich welche Klassen wir spielen sollen. Und ja, das Ergebnis war eindeutig. Mit, ich glaube, 30% hat der Ritualist vorne gelegen. Lag er vorne. Und dann kam mit 20% der Assassine, also die beiden neuen Klassen, die mit dieser Kampagne kamen. Und ich würde sagen, da ich schon einen Assassinen habe, hier, mein guter Kopfgeldjäger, Jäger mit E geschrieben, damals vor 6 Jahren oder so, würde ich sagen, ich erstelle mir einen schönen Ritualisten und du machst hier einen auf Assassine. Ja, ich habe meinen schon erstellt. Ich bin die Frau in unserem Let's Play hier. Ich habe, weil ich es gerade gesehen habe, kann man sich auch so einen tollen Assassinen mit einem Stirnband machen, wie man das von Naruto kennt. So sah meine auch aus mit dem Stirnband. Hab ich mir gedacht, ja, das ist nicht schlecht. Ja, ich warte schon auf dich. Noch? Ja, schon dabei. Und zwar Alexas LP ist erstellt. Währenddessen kann man noch kurz hier erzählen, was der Ritualist so treibt und was er kann. Laut einer Wiki-Seite. Und zwar Ritualist, Besonderheiten des Ritualisten. Sieht nix, kann nix, macht nix. Okay, passt eigentlich gut zu dir. Ja, ist ja wie meine Arbeit auf der Seite. Die ist auch quasi nicht existent. Da steht noch, sollte der Ritualist wieder erwarten, seine Gruppe wiederfinden, hält sich bald dessen nervige Angewohnheit ein, Fragen zu stellen, wie, wo sind wir, seid ihr noch da, sind wir bald da, wo ist denn hier die Spülung? Den letzten verstehe ich nicht ganz. Viele Ritualisten haben deswegen eine recht kurze Lebensdauer, da sie mitunter von der eigenen Gruppe als Scout oder auf der Suche nach der nächsten Toilette in die nächste Gegnerschaft geschickt werden. Oder eben mitten unter diesen stehen gelassen werden, okay. Ich möchte spontan sagen, Tutorial überspringen wir einfach, weil wer braucht schon ein Tutorial? Wir haben immerhin Guild Wars 2 gespielt. Wir sind ja alle beide Guild Wars Nerds, Einser, also ich nicht. Naja, ich auch. Du schon? Also ich war mal, da war ich auch 12. Und ja, hatte keine Internet-Flatrate und durfte nur eine Stunde pro Tag spielen, weil ich ansonsten unser Bruttosozialprodukt des Hauses hochgetrieben hätte. Aber ja. Ich habe gespielt. Nee, ich hab Guild Wars 1 nie wirklich gespielt. Mich hat einer durch Prophecies durchgezogen. Und das war's. Ich hab keine Ahnung, wie wirklich die Skills funktionieren. Also wie man da am besten Bild aufbaut. Und so weiter und so fort. So, wo bist du? Ich sehe dich gerade nicht. Wir können uns ja mal einladen in eine Gruppe. Ah ja, ich müsste dich ja als Freund irgendwo haben. Ja. Gott, die Menüs, Freunde, N. Ah, hier, dort die Nisse, die Hornisse. Nein, nur Hornisse, weil die Hornisse wäre leider zu lang gewesen. Ach, Moment, ich bin auf dem falschen Distrikt. Wir haben ja gesagt, deutscher Distrikt, ne? Ja, wäre nicht schlecht. Ja, dann kann es natürlich lange dauern, dass wir uns da finden. Ich krieg mal. So, ein paar jetzt Punkte. Da sehe ich dich rumlaufen, da bist du doch. Oh Gott, ey. Ganz in Rot? Natürlich. Was? Annehmen. Ist klar, ich hätte gerade nicht so lange bei der Charaktererstellung. Muss aber in die andere Richtung. Ups, nee. Muss in die andere Richtung. Nee, wieso? Muss ein NPC ansprechen vorher. Ja, habe ich alles schon gemacht, mein Freund. Ja, das habe ich nicht mitbekommen. Oder warst du noch auf dem falschen Distrikt? Ja. So, jetzt holen wir uns auch hier bei Ludo die nächste Quest ab, wo wir Gefolgsleute einladen müssen. Eine Gruppe bilden. Ja, nach Shinzo suchen gehen. So, mal gucken. Da ich keinen Bock habe zu heilen, nehmen wir noch einen Heiler-Gefolgs mal mit.
Damit Durzi nicht so alleine da vorne steht, nehmen wir noch einen Kämpfer mit. Übrigens, weil wir ja bald schon die zweite Klasse wählen dürfen, dürft ihr gerne in einer Umfrage abstimmen, welche zweite Klasse wir nehmen sollen. Mhm. Ja, ich weiß nicht, wie wichtig ist beim Assassinen die zweite Klasse? Puh, eigentlich nicht so wichtig, außer du willst irgendwelche exotischen Builds, wie zum Beispiel einen Bogen oder einen Sensenassa spielen. Aber ansonsten ist der Assassine eigentlich unabhängig, was die zweite Klasse angeht. Hast du angenommen die Quest bei Ludo? Ja, ja, die beim Ludo, ja, ja. Beim Ludolf. Gibt's das eigentlich Nein, noch? Nein, du. Hä? Gibt's eigentlich noch die Ludolfs? Ja, war doch letztens TV Total. Stockard Challenge oder so. Genau, Stockard Challenge. Da hat man Manni und den Uwe. Wie heißt der? Manni? Uwe, glaube ich, ja. Oder Manf? Nee. So, sucht im Sunkwaldtal nach Professor Guy. Sensei Guy! Sensei Guy? Ja, ob der auch so einen fashion Haarschnitt hat, so, oder danach muss ich. Wenn ich, da du ja schon jetzt eine andere Klassenquest hast wie ich, machen wir zuerst meine und dann deine? Ja, alles klar. Weil wir laufen die Gefolgsleute hinterher und dir nicht. Ich glaube, hier treffen wir auch schon den ersten Tengu. Was wir auf jeden Fall treffen, sind erstmal die Mantide. Irgendwelche insektenartigen Wesen. Ich komme deswegen auch gerade auf die Tengu, weil ich beschlossen habe, ein kleines Trinkspiel zu spielen. Und zwar jede Folge suche ich mir ein anderes Getränk aus, was ich trinke. Und das davon trinke ich immer einen Schluck, wenn ich einen Tengu treffe. Weil ich Tengu so gerne mag. Ich mag Tengus auch, die schmecken wie Hühnchen. Würde die gerne näher kennenlernen. Fand ich aber bis jetzt noch nicht. In Guild Wars 2 nicht wirklich. Ja, mal erinnert, sagen wir auch mal zum Gegner. Ah, warte. Ah! Und ja, die Alkohol. Vergessen, die Waffe auszuwählen. Oh, fällt mir auch gerade ein. Kann ja lange versuchen, drauf einzuschlagen. Und das erste Getränk. Also, ich werde die alkoholischen Getränke weit nach hinten verschieben. Muss ich euch nicht antun. Ist ein Getränk bestehend aus Wasser und Himbeersirup aus Frankreich. Oh, Frankreich. Frankreich. Tja, ich habe hier nur Cola gerade rumstehen, aber das macht ja nichts. Einfach nur Cola. Das Lustige ist, hier machen wir es später, weil später kriegst du einen Gefolgsmann, der Tengu ist. Oder kannst du ihn mitnehmen. Ja, ich weiß. Ja, gut, ich glaube, der ist Talon Silberflügel. Ja, ich glaube auch, ja. Ja, ich habe Factions mal kurzzeitig angefangen. Ich glaube, da habe ich Talon Silberflügel auch noch gesehen gehabt. Ich habe schon meine ersten Geister, die ich jetzt. Zwei! Funktioniert das wie in Guild Wars 2? Zwei! Zwei! Ich glaube, hier gab es ja auch eine Fähigkeit. Es gibt zumindest den Lotus-Stoß, das weiß ich. Ich glaube, du kannst ein paar Builds spielen, wenn du nur die 2 drücken musst. Willst du den Stab hier haben, den ich gerade gedroppt bekommen habe? Oder warte mal, ich droppe einfach mal dir und du entscheidest dann. Hochstab? Ja. Sag mal, ja, das Ding. 4 bis 6 Schaden, was habe ich hier? 3 bis 5, na, da wird das Ding doch equipped. Ey, jetzt sehe ich aus stylisch. Wie Donatello. Battle Monk. Donatello. Die Netsch Mutant. Und Donatello hat einen Lian als Bandana. Ja, beim nächsten Mal, warte. Oh, Schmetterlings. Du wärst dann Raphael, richtig? Ist der Raphael? Der mit den Size? Ja, müsste ich vielleicht noch ein rotes Bandana mir zulegen. Ich glaube, es gibt so in der Farbe Blau. Ich kann ja einfärben oder so. Nee, ich glaube, das ist ja Teil deines Kopfes. Ist egal, ja, ist egal. Aber so, ich muss jetzt hier zum Pingyang Halbinsel. Okay, und ich muss wohin? Ja, du musst jetzt, das war glaube ich so, du musst hier doch was machen und dann musst du aber auch in ein anderes Gebiet. Ja, ich überlege gerade wo. Ah, jetzt sehe ich's. Ich muss zu Jinzo ins Stunkwartal. So war das, genau. Ja, dann machen wir zuerst meins und dann deins und dann. Ja. Ah, stimmt, kriegst du noch irgendwelche tollen Skills geschenkt, ne? Hm, ich habe jetzt schon wieder so viele Skills. Das sind diese Covers. Das sind die Covers, toll. Ja, aha. Das sind irgendwie aus wie solche schildkrötenartigen Echsen.
Wie die Koopa-Troopa aus Mario. Wo es hier eine Tür gibt, aber die kann es ja gar nicht in Thüringen geben, die denn wir befinden uns nicht. Denn wir befinden uns ja gar nicht in Thüringen. Nein, wir sind hier im schönen Kanter, der asiatisch auch angehauchte Kontinent südlich. Ich glaube so südöstlich von Thüringen liegt der. Wer ist hier unsere Heilerin? Ah, na hier, Heiler. Der Alter? Hm? Die Alter? Alter? Die Alter, das Kaya heißt die. Ist das ein Typ? Nicht ein Typ? Was meinst du gerade? Ich habe gerade einen Faden verloren. Der Heiler-Typ. Volksfrau, Mann. Ah, ist eine Frau. Na, also Taya, eine Volksfrau. Dann kannst du eine Frau sein. Ja, hätte ja auch ein männlicher Typ sein können. Nee, ich glaube, die ist. Ja, ich habe asiatischen Namen schon viele seltsame Sachen gesehen. Ja, es gibt ja auch im asiatischen Raum Ladies, die sich dann als Boys herausstellen. Lady Boys? Richtig. Schon Erfahrung damit gesammelt? Lustigerweise ja, ich war vor einem Jahr war ich in Thailand auf Urlaub. Normaler Urlaub, nicht was ihr jetzt denkt. Und ja, 80% der Leute, die nach Thailand fliegen, sind Männer. Es stimmt, man hat wirklich, wir haben uns dann immer schön an eine Bar gesetzt draußen, hat man wirklich überall diese Paarkombination gesehen von 20 Jahre alter oder altem Thai-Mädchen und mit irgendeinem 40 plus Mann mit Bierbampe und leichtem Haarausfall. Auf jeden Fall, was ich noch wollte, es gab bei uns in unserem Hotel gab es irgendwelche Komplikationen, also haben wir von unserem Reiseleiter etwas gesponsert bekommen als Entschädigung. Und das war ein Ladyboy Musical. Ein Ladyboy Musical? Ja, das, und das Erschreckende war, das sieht verdammt, also das hätte ich nicht gewusst, dass das Typen waren, dann hätte ich gemeint, ja, das sind Frauen. Oh, ich komme auf Sack. Geh weg von mir, Lager. Aber was ist nicht, das gibt? Ich rette dich. Mit was denn? Ja, Dolchsturm. Hilfe. Ja, und das Lustige ist, danach sind wir, also für die, die sich damit auskennen, wir waren in Pattaya, dem schönen Hafenstädtchen. Danach sind wir durch die Walking Street gelaufen, was so quasi das thailändische Äquivalent zum Kiez ist in St. Pauli. Mhm. Und vor dieser Ladyboy-Tour wäre ich da ganz anders durchgelaufen, aber wir sind halt danach da durchgerannt. Da dachte ich mir so, ne, fasst mir nicht an. Ihr könntet alle ein Kerl sein, ihr habt doch garantiert alle einen Schwanz. Das Schwimmbad, die haben versucht sich an allen Extremitäten, allen fünf Extremitäten, haben sie versucht in ihren kleinen widerlichen Stripschuppen zu ziehen. An allen fünf, okay. Ja, kannst ja mal erzählen. Ja, hab schon gezählt. So. Was suchen die an deiner Nase? Popel wahrscheinlich. Das hier ist so ein Außenposten, ne? Ja, also wenn du irgendwas gefunden hast, was du loswerden willst, hier kannst du es verkaufen. Du kannst sogar Waffen kaufen hier. Wenn du Materialien hättest. Und Geld. Oh, Materialien besitze ich hier. Wir können ja, ich glaube, da müssen wir so eine Handelsbank-Ding kaufen. Na hier, der Xung-Lei-Truhe. Aber gibt es hier eine Truhe? Ja, das müsste da hinten, ist eine Truhe. Hallo, schönes Mädchen. Könnte ich mir sogar, glaube ich, kostet ja 50 Gold, glaube ich. Kann ich schon mal freikaufen. Vielleicht meine Minis auspacken. Ich hab nur 37 Gold bei mir. Tja, ich habe Quest gemacht, du nicht. Ja. Arsch. So, ja, hier Gold, bla bla bla. Zeig mir mal die Truhe. Oh, da hab ich ja gleich natürlich. Du kannst mir auch ein bisschen Gold geben und dann gebe ich dir das irgendwann mal zurück. Oh, warte, erstmal, was nehme ich denn hier? Könntest sogar ein paar Platin vielleicht auf der Bank fliegen haben. Ey, ich hab noch Deutscher. Sind die gebunden? Sind angepasst, ja. Sind die angepasst? Nein, aber für Deutschbeherrschung plus 9. Hast du gerade gibst du dir gerade einen Mini an? Noch nicht. Ah, jetzt meine ganze Assassinenrüstung. Was ist das denn hier für ein Mini, der hier rumläuft? Kennst du, naja, den werden wir noch später sehen. Das ist nämlich der Endboss der Kampagne. Aber warum rennt der hier rum? Ja, weil es meine Mini ist. Du hast doch gerade gesagt, du gibst noch nicht mit Minis an. Ja, willst du mir jetzt noch Gold geben? Handeln. Wie viel hast du gesagt? Hansel. 30 hast du? Ich hab 30, ja. Angebot unterbreiten, annehmen. Weil den pack ich schon wieder weg, den guten Shiro. Den kann ich mal rausholen hier. Ich habe ja auch nicht so viele. Ach, und ich glaube, Mosa wäre ganz gut. Ich guck gerade, was ich hier so rumfliegen habe an Miniaturen. Ich habe ein Miniatur-Seher, ein Miniatur-Schrecknetz. Pack den Seher aus, ich habe den Mursat dazu. Okay. So,
was habe ich hier eigentlich? Was ich da alles drin habe, was zur Hölle? Warum habe ich da Gwens kaputte Flöte drin? Oh, was habe ich hier noch? Know. Hier habe ich noch Mursat, Falzenschwinger, Palabayoko. Palabayoko müsste ich auch fast auspacken. Den habe ich auch. Aha. Ja, das sind alles Minis, die mir geschenkt worden sind, netterweise. Ich habe alle meine bekommen. Oh, das ist doch auch passend hier. Schau mal her. Ich wollte eigentlich gerade ins nächste Gebiet gehen. Ja, ich habe Kirin. Ah, passend. Ja, gell? Die werden dann später nochmal richtig eklig. Nehmen wir Kirin mit. So, ich wollte spontan sagen, bevor wir noch hier so viel Zeit verlieren, geh ich schon mal ins nächste Gebiet. Ja, geh mal. Meine Klassenquest machen. Also ich hätte ja gerne als Zweitklasse einen Ingenieur. Ja, ich glaube, da müssen wir 250 Jahre warten, bis du das machen kannst. Glaubst du, die werden irgendwann ein Zweiklassensystem einbauen in Guild Wars 2? Nee, bezweifle ich. Also wir haben ja jetzt den ersten neuen Skill in Guild Wars 2 angekündigt bekommen. Ja. Unabhängig von den Klassen. Und vom Volk. Um vom Volk natürlich, ja. Labern so die da. So entspannt mal mit Klick zu laufen. Läufst du? Bist du betrunken? teils. Ich guck mal gerade so die schöne Gegend an. Achso, die Sonnenblumen. Also ich warte ja sehnsüchtig auf den Tag, dass wir den Guild Wars 2 Markanta erkunden können. Was haben wir hier? Eine fette... da ist ein Kappa Level 6 dabei. Boah, schaff mal. Wir haben Heiler. Nuke die Bitch weg. Willst du mich nicht buffen? Ach, oder kannst du das nicht? Das ist ein 30-kündiger Lebensreck-Buff. Zwei. Oh, aua. Oh, der Heiler heilt mich. Sehr cool. Na, dafür ist ein Heiler da. Zwei. Ist ja easy. Er hat nichts gedroppt. Nicht mal eine Tasche. Oh man. Oh, wir hätten vielleicht auch mal Taschen kaufen sollen, ne? Ja, beim nächsten Mal. Noch geht's ja. Ja, noch geht's, aber wird irgendwann kritisch, ne? Ach, für die erste Folge reicht das schon. Ich hab hier einen Feuerstab. Mir reicht mein Bow. Meine Bow reicht mir erstmal. So. Oh, guck mal an, die Kirschblütenbäume, wie schön die Blüten tun. Oh, wie bitte was? Wie die Blüten tun? Ja. Weißt du eigentlich, was Kirschblüte auf Japanisch heißt? Sakura. Richtig. Habe ich in der Schule gelernt. Echt? Ich bin Naruto. Nee, das habe ich in der Schule gelernt. Musste mir so ein Lied auf Japanisch singen. Das ging irgendwas mit Sakura und die Lehrerin oder Lehrer, ich weiß schon gar nicht mehr. Bist du auf eine Waldorfschule gegangen? Nein, ich war, man hatte es damals Elite-Gymnasium genannt. Ich weiß immer noch nicht, was daran Elite war. Also die Lehrer bestimmt, weil sie mit deutschen Schülern wie dir klarkommen mussten. Ist das ein Brawl? Nein. Das ist ein Oni, das ist ein Assassinen-Dämon. Die poppen gern mal auf, aus dem Nichts. Die Assassinen halt. Aha. Mal Level 9 easy. Von der Story wissen wir noch gar nichts, oder? Also, nee. Also momentan sind wir noch die kleinen Rookies. Oh, süßes oder saures. Soll ich das jetzt aufmachen? Karamell Popcorn. Heißt Candy Corn, ihr Idioten. Weiß doch jedes Kind. Ja. So. Ich glaube, wir sind da, ne? Geschichtlich gesehen sind wir gerade erstmal frisch angekommen hier im Kloster und müssen erstmal mit unserem Trainer reden. Ah, oh, die ganzen Fähigkeiten. Ich weiß noch nicht, was ich machen soll. Hier machen wir mal das weg. Und hier jetzt Geister verprügeln. Kann voll toll tanzen, ey. Ich mach einfach mal die ganzen Truhen auf und du kümmerst dich um den Scheiß, oder? Ja, ich kann ja. So, zwei. Nein, bleib stehen. Zwei. Was ist für ein Skill bei dir auf der 2? Unvermuteter Stoß. Ah. Ja, für die es nicht wissen, der Assassine baut auf Combo-Angriffen auf. Ach wirklich, das weiß ich selbst nicht mehr. Echt nicht?
Ja, woher denn? Siehst du nicht diese, du siehst, du müsstest jetzt diese silbernen und goldenen Linien sehen, oder? Wie silbernen goldenen Linien? Das wird, ich glaube, das kommst du erst später. Auf jeden Fall so, du hast halt. Das fängt mit einer Fähigkeit an, die hat dann rechts nur so ein Symbol. Ich glaube, so ein goldenes. Aha. Ein Strich, dann hast du daneben eine Fähigkeit, die hat links zwei silberne, einen silbernen Strich. Das heißt, die braucht. Das wirst du schon selbst rausfinden. Ich weiß nicht, wie die ganzen Stöße heißen. Auf jeden Fall sind das Ketten halt. Bei dir, okay. Es gibt bei dir halt Fähigkeiten, die bauen darauf auf, dass du davor eine andere Fähigkeit einsetzt. Ja, so. Ich glaube, so. Du bist fertig, ne? Ja, und damit es voll sind zum Laufen, mal einfach mal aufgeben. Resign. Ich hoffe, du hast inzwischen gelernt, das zu schreiben. Ja. Wow. Basic, ne? Back to the Außenposten. So, und dann muss ich da rein. Raus. Rein, raus, macht mir nichts aus. So, und dann müssen wir da lang laufen. Gut, ich folge jetzt einfach mal, weil ich habe keine Ahnung, wo du lang willst. Ja, also ich kann es ja mal auch kurz auf der Minikarte zeichnen, so da, da. Okay, Achtung, Nagas. Kommen die schon auf uns zu? Nee. Sicher, sicher. Gut, dann. Bam! 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 Ihr habt keine Chance gegen mich, ich bin voller harter Assassine. Meine Ninjutsus kommt keiner an. Ja, haben wir auch bei Sensei Gai gerade gelernt. Ja, der kann nur Taijutsu. Kann der nur Taijutsu? Der Lee kann nur Taijutsu. Der Lee kann nur Taijutsu und Gai kann der auch nur Taijutsu oder will er einfach nur Taijutsu? Ich glaube, er ist halt ein Spezialgebiet. Fragen über Fragen. Ja. Was ist jetzt so entspannt, jetzt dabei einen Heiler haben? Mir fällt gerade ein, hier, mein Mini muss ja auch noch mitlaufen. Will ich. Was haben wir da? Ein Kappa, du stirbst, Junge. Oh, gibt's hier auch Doljaks? Nee, ne? Also auf jeden Fall in Thyria, aber ich glaube in Kanta gab's keine. Wir haben diese Bullen hier, die mit ihrem Kopf den Stein irgendwie. Das sah gerade komisch aus. Ja, gell? Ein bisschen weird, ne? Weil die Burganlagen hier, was zur Hölle? Ja, das sieht aus wie die große Mauer. Mir fällt gerade ein, einer hat auf, oh, wir müssen da links, hat mal auf YouTube gezeigt, wie er Guild Wars 1 mit Oculus Rift gespielt hat. Das geht auch nur mit Guild Wars 1. Ja, weil hier, Ego-Sicht. Genau, Ego-Sicht funktioniert. Meinst du, so, Rotten Potato, oder? Ich glaube, es war Rotten Potato, ich weiß es selber nicht. Jetzt habe ich von dem mal so ein Video gesehen. Ich überlege gerade, ein Freund von mir hat die Oculus Rift gestellt. Ja, der hat aber nichts gemacht, oder? Keine Ahnung. Du betreibst hier Suizid, das weißt du. Er kam genau auf mich zu. Er hätte auch noch einen Weg fragen können. Nein, ich töte ihn. Er ist ein Mann, zieht. Ich bin dafür, dass er überhaupt unsere Sprache sprechen kann, geschweige ich denn verstehen. Ah, da ist Jinzu. Jinzu, ist das nicht auch eine Karte in... Ja. Gott, ey. Bei Yu-Gi-Oh! Ich hab Yu-Gi-Oh! Nie gespielt. Das GBA-Spiel. Microphone muted. Microphone activated. Eröffnungsschlag. Oh, hi. Ja, das war ein, ich glaube, Level 6 Maschinenmonster und als Effekt hat, dass das keine Zauber, eigentlich keine Fallenkarten aktiviert werden können. Was für damalige Verhältnisse ziemlich ekelhaft war. Warum für damalige? Ist das heute nicht mehr ekelhaft? Nö, heute gibt's ekelhaftere Karten. Aha. Ja, ich kenne mich da nicht aus, so. Überleg, ich habe früher Magic gespielt, will ich auch öfters mal, ob ich das wieder anfangen soll, wobei es ist ziemlich die Regeln teuer. Schon so expandiert worden sind und es ist halt einfach teuer, das stimmt schon. Aber ich kann dir die Duels of the Planeswalker Spiele empfehlen. Ich habe glaube ich das 2010er. Ich habe das 2000, ich hab glaube ich, aber ich hab 12, 13 und 14. Aber was mich an denen stört, ist, dass ich mein Deck halt nicht frei gestalten kann. Ja, bei der 14 gibt's ja jetzt den Sealed Deck Modus, wo du zumindest ein bisschen machen kannst. Ja.
konntest schon die ganze Zeit ein bisschen machen, so irgendwelche bestimmten Karten, die du freigeschalten hast. Hm. Oh, wie romantisch. Wollen wir hier heiraten? Ja. Also zumindest, es sieht einfach... Du läufst wirklich so, als würdest du nichts sehen, weißt du das? Ja, aber das sieht schon richtig geil aus hier. Also ich, wie gesagt, ich der Tag, an dem das angekündigt wird, dass wir nach Kanta kommen in Guild Wars 2, ey, da wird mein Kopf explodieren vor Geilheit, denke ich mal. Oh, it's a trap. Upo, Schäde, Plünderer. Das heißt, er ist so ein Trap, du bist genau auf die zugelaufen. Ja. Nee, bin ich nicht. Hab's ihn nicht gepult. Was soll ich sagen? Ja, solche Karten, Trading Cards sind ewig teuer. Mhm. Magic ist vor allem teuer, weil du hast ja wenn du es richtig spielen willst, die Set-Rotation. Magic 5 Euro gezahlt. Und jetzt gibt's ja so Sachen wie Star Wars Trading Card. Echt? Da zahlst du für einen zu der Comic-Serie. Zu Clone Wars? Zu den Clone Wars-Dingern. Beziehungsweise da gibt's auch zu den alten Sachen. Zur alten Trilogie inzwischen Kartenspiel. Da zahlst du für ein Booster-Pack gerade mal 1 Euro. Wie viele Karten sind denn drin? Wenn du denkst, bei Magic zahlst du wie viel? 3,50 und du hast da 15 Karten? Es sind, glaube ich, 5 Stück oder so. Und das sind, wenn du mal guckst, bei Magic hast du... Und da ist dann auch so, wie man es kennt, Foil-Karten und so weiter drin. Ja, bei Magic hast du ja, So, ich muss ja anführen, ne? Du hast dann... Ah, da ist so ein Boss, da ist ein Level 4 Boss, Level 6 Boss. Wollen wir den wagen? Wir sind schon im Kampf drinne, frag nicht erst. Vielleicht will er mit uns reden. Das bezweifle ich stark. Dass man hier einen Waffenzauber, damit du mehr Schaden machst. Was meinst du, passt zu Factions überhaupt der Titel Guild Wars noch? Der hat ja schon nicht bei... Ja, wobei... Was ja, also Guild Wars hieß ja, weil die Gildenkriege. Ja, aber die waren ja schon weit vor Prophecies. Die waren beendet und Prophecies war so das Ergebnis aus den Gildenkriegen. Na, du hast ja hier dann, wenn wir später treffen, die zwei Clans, die sich halt rivalisieren, die Kursik und die Lachsen. Ja. Das sind ja auch quasi größere Gilden. Stimmt schon. So, da drüben haben wir noch eine Gruppe. Ja, da können wir auch, glaube ich, wieder mal dann die Zuschauer entscheiden lassen, welche der beiden Fraktionen wir beitreten sollen. Ach, musst du mal da wählen? Ja. Und wo ist der Unterschied? Eine Mission? Ja. Achso, ich dachte, das würde so laufen wie bei der Abtei oder so. Nee, also eine Mission und halt ein paar Quests. Aber es wird jetzt nicht... Also es gibt jetzt nicht den großen Unterschied. Alles so. Klar. Aber haben wir noch ein bisschen Zeit, es ist ja noch weit hin, bis wir uns für eine Fraktion entscheiden müssen. Hast du damals, oder warst du überhaupt schon so weit gekommen? Nee, ich bin nicht wirklich weit gekommen. Ich hab damals... Problem, was ich hatte, war, wie heißt diese Stadt am Anfang? Ziemlich... Weiß ich, da bin ich, habe ich mich tausendmal verlaufen, weil die so riesig ist und... Oh, ich liebe Kaineng. Und die Minikarte ist halt total nutzlos in der Richtung. Ja, ich hab damals, war ich Anhänger der Kursik gewesen. Okay. Weil da fand ich die Assassinenrüstung geiler. Welche Fraktion findest du in Guild Wars 2 am besten? Kann ich jetzt eigentlich gar nicht sagen, sind alle geil. Mit meinem Schurken, also mit meinem Dieb habe ich... Rein theoretisch, ja. Du wärst ein Charakter in Guild Wars 2. Welcher Fraktion würdest du beitreten? Und welche Rasse wärst du vor allem? Ich wäre Mensch, weil... Mensch. Oh, ist ja langweilig. Ja, ich weiß, langweilig, er spielt Menschen. Aber nö, ich wäre Mensch. Ich habe keinen Bock, irgendwie feldsam. Ich habe keinen Bock, klein zu sein und hochmütig. Ich habe erst recht keinen Bock, eine Pflanze zu sein. Und groß und betrunken will ich auch nicht sein. Auch wenn ich es manchmal bin. Okay. Ja. Und da ich ja, glaube ich, dann auch wie im echten Leben ein kleiner Streber wäre, würde ich dann vielleicht der Abtei beitreten. Okay. Und welche Klasse dann?
Dieb. Also ich habe, also ich spiele eigentlich bei solchen Rollenspielen spiele ich gerne die Schurken und Dieb-Klassen, aber ich glaube, wenn ich selbst in so ein Universum reingeschmissen werde, wäre ich dann eher der Magier. Also einfach der Feige hinten in der letzten Reihe steht und. Ja. Okay. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, würde nichts anderes machen als bei meinem Main. Also ich wäre Ingenieur. Ich wäre Asura, ich würde der Orden der Gerüchte. Geiler deutscher Name. Oh, das. Beitreten. Ja. Ja, Ingenieur wäre, glaube ich, auch noch was. Weil ich finde das halt cool, so die Idee mit einem Tüfteleien und er ist ja auch so ein kleiner Pistolero und. Kleiner ganz länger. Vor allem, ich habe noch nie von irgendeiner Klasse gehört vorher, die in der einen Hand eine Pistole hält und in der anderen ein Schild. Ich will gerade, es gab ja auch bei Warhammer Online so einen Ingenieur. Aber der hat glaube ich auch. Ich glaube, der hat Hammer getragen. Ich habe Warhammer Online nie so oft gespielt. Und er ist recht kein Ingenieur. Ja, ich hatte so das Problem, bin. Mich hat das immer bei Warhammer diese Abonnements immer abgeschreckt. Na, es gab dann, kostet glaube ich bis Level 10 oder so gratis spielen, hab ich mit dem Kumpel reingeguckt. Ja, und ich weiß nicht, ich habe dann reingeguckt, habe erstmal das Spiel gar nicht geblickt. Und irgendwie die Quests, die ich bekommen habe, waren alle PvP-Quests, aber da war keiner, mit dem ich PvP machen konnte. Da habe ich gedacht, ja, dann kann ich ja auch wieder gehen. Gibt es die überhaupt noch oder wurde das nicht vor kurzem eingestellt? Das ist eine sehr gute Frage. Kann ich jetzt gar nicht. Ich glaube, es wird eingestellt. Also wenn es jetzt den Weg der anderen Spiele geht, ein Free-to-Play-Way, würde ich zumindest mal reinschauen, weil Warhammer... Ich glaube, das hatten sie eben nicht vor damit. Ich bin auch richtig? Na, ist ja auch egal. Ich bin ja jetzt auch Guild Wars und nicht Warhammer Online. Ja. Aber es gibt so... Seit diesen typischen... Kreislauf, sage ich jetzt mal, den es momentan gibt. Abonnement, dann Free-to-Play-Umstellung, dann Abschaltung. Da gibt's so viele Spiele, die ich eigentlich inzwischen noch spielen müsste. Also würde Rift dazu gehören, was man anspielen müsste. Oder Star Wars oder Old Republic. Habe ich vor kurzem erst wieder angefangen mit einem Kollegen, also mit dem Meister Yoda hier und es macht Spaß, auch wenn du als Free-to-Play-Spieler stark eingeschränkt bist. Du kannst zum Beispiel nur 5 Battlegrounds machen und nur... Nee, warte. Auch 5 Battlegrounds und ich glaube nur 3 Instanzen pro Woche. Raids sind erst gar nicht drin, dann musst du erst freikaufen, den Pass für eine Woche. Da ist ein Level 14er Boss. Meinst du, wir schaffen es hier, wenn wir hier an der Seite vorbeilaufen, ohne ja, ins Pullen und so? Alles sneaky, ey. Sneaky. Oh, das. Jetzt müssen wir hier mal stehen bleiben. Mir gefällt dieses Tal hier. Vor allem da vorne so diese Gebäude, die so ins Gebirge rein. Ja, die Festung in den Nebeln verhüllt. Die Felder mit Reis oder irgendwas. Sieht schon geil aus. Gras. Opium wird hier angebaut, genau. Ja, Opium. Alles nur Opium hier. Das sieht schon auf jeden Fall geil aus. Ich bin auch gespannt, wie das dann noch aussehen wird. Also ich denke mal, wir werden irgendwann noch mal nach Kanta kommen. Ich weiß nicht, gibt es momentan einen Grund, nach Kanta zu gehen? Es gibt zumindest einen Grund, nicht hinzugehen, weil da reagiert gerade... Bubbles. Ja, das auch, aber der Kaiser dort ist recht dominant. Er ist ein Diktator und er hat so ziemlich einen Hass gegen alles, was nicht menschlich ist. Was 4 der 5 spielbaren Rassen ausschließen würde. Ich meine, ich als Mensch habe kein Problem damit. Wer kann da für mich, aber ich denke mal auf jeden Fall, dass wir das so schnell nicht sehen werden. Oh. Ach, hier ist schon dein Kollege, dein Paku. Ja, der Panaku. Panaku, gut. Oh, ich glaube, es geht jetzt, okay, hier habe ich jetzt so ein silbernes X und links und rechts so ein goldenes X. Bei meinem Skill, den ich gerade bekommen habe. Wie heißt denn der? Schlangenzähne. Achso, ja, das linke zeigt dir an, was du dafür brauchst. Und das rechte zeigt dir an, was das quasi für eine Voraussetzung ist. Das heißt, wenn da jetzt links diese zwei
diese zwei silbernen Striche sind, brauchst du einen Schlag, der rechts zwei, diese zwei silbernen Striche, die zwei goldenen Striche hat. So war das, glaube ich. Aha. Du musst dir halt eine Kette zurechtlegen. Okay, ja, ich glaube, ich habe die Kette im Blick. Moment, wie kann ich jetzt die Skills verändern? Das geht nochmal aus dem Posten. Nee, ne? Im Außenposten. Das ist blöd, dass ich die Reihenfolge nicht... Gut, dann kümmern wir uns um den hier. Da muss ich die 2, 5, 8, okay. Kommt er mit? Du hast ihn schön auf die 1, 2, 3 und 4 gelegt damals. Ich muss sagen, dass das Meer hier sieht auch so schön aus, ey. Was zur Hölle. Das sieht schon echt nice aus. Wenn ich mir bedenke, dass die Strände in Kryta auch mal so aussahen und jetzt irgendwie... Naja, aber ich weiß Gott, wie es in Dominion of the Winds aussieht, ne? Der liegt ja auch am Meer. So, aber müssen wir jetzt hier jetzt Naga töten, oder was? Ah, jetzt kann ich hier... nee, Moment, jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht. Ich brauche die 5, dann kann ich die 8. Ah, toll, und da ist meine Energie leer. Ja. Bevor ich das mal... hier habe ich einen Erdzauberstab. Blau. Blau? Blau. Blau ist gut. Oder zumindest besser. Ah, nicht identifiziert. Habe ich gerade Werkzeuge dabei, habe ich natürlich nicht. Das Panalko, der läuft einfach weiter. So, also, 2, 5, 8. Was hat er gelabert? Irgendwas mit der Großmeisterin. Lee! Ach, Lee. Deine Großmeisterin heißt Lee und ich musste gerade zu Guy. Zufall? Ich glaube Lee, nicht. Lee, ist das nicht seine Schülerin? Hä? Nee, Lee ist doch der Schüler von Guy. Und wie heißt die Schülerin von Guy? Tenmari? Nee, Tenten. So ist die. So, jetzt probiere ich das. 2. Ja, das war Tenten, Rocky 8. Und Neji. Woo, what the fuck? Combo. Wow, das ist ja echt cool, also gefällt mir. Okay, jetzt muss ich wieder zu Panako. Ach, übrigens, scheiße, ich habe kein Wasser mehr. Jetzt muss so, ich Tengu. Rein Sirup trinken. Viel Spaß. Hat einen angenehmen Geschmack. Leicht süß. Ah. Sag bloß. Okay, und jetzt haben wir eine Audienz mit Meister Togo. Da können wir unsere Zweiklasse wählen. Das bedeutet, machen hier Schluss. Ja, wir machen jetzt hier Schluss. Wir stellen das Video hoch und machen da eine Umfrage rein, in der dann ihr festlegen könnt, was unsere Zweiklassen sein sollen. Also... Bis dahin. Und seid bitte nicht mies. Ja, los, komm schon. Warte. Ey, du darfst nicht meckern, oder du kannst nicht meckern, du kannst Assassinen so spielen. Ja. Ich muss dann schon eher irgendwelche Sachen ertragen. Wenn sie mir jetzt hier irgendwie Assassinen Krieger aufdrücken wollen. Ja, deswegen meine ich ja, seid nicht mies. Ich mein's ja gut mit dir. Ja, auf jeden Fall dann. Bis später. Tschüss. Servus.